Schwestern und Brüder, dieser Text ist aus dem Anfang der Bergpredigt, die Verse 17 bis 19 des 5. Kapitels. Direkt davor kommen die Seligpreisungen, das sind die ersten 12 Verse. Dann kommen 3 Verse, die haben wir gestern gehört: Ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Und dann dieser heutige Text. Wichtig, dass wir das zusammendenken, und vielleicht erinnern Sie sich noch, was ich am vergangenen Sonntag sagte, sofern Sie es gehört haben. Ich sagte es aber auch schon vor der Fastenzeit. In der Bergpredigt wird Jesus dargestellt als der neue Mose, der das neue Gesetz bringt. Neu heißt aber an diesem Punkt nicht neu in dem Sinne, dass das andere so veraltet wäre, dass man es vergessen könnte oder wegschmeißen könnte. Nein, neu im Sinne von tiefer, erfüllender, zielführender. Und genau darum geht es Jesus heute wohl auch, das nochmal klarzumachen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Übersetzen wir das. Glaubt nicht, dass das, was Mose gesagt hat, auch was dann das jüdische Gesetz, das mosaische Gesetz daraus gemacht hat, die vielen hunderten Einzelvorschriften aus den 10 Geboten heraus entwickelt wurden als Übersetzungen hinein in den Alltag, ins alltägliche Leben. Nichts davon vergeht. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Damit lässt Jesus nicht locker mit seiner Kritik, dass der Geist fehlt. Wir haben das heute schön in der Lesung beim Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er hat uns fähig gemacht, Christus, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens. Damit meint Jesus reine Gesetzestreue, also nur Buchstabe für Buchstabe zu versuchen ins Leben zu übersetzen, ohne dabei nachzudenken, womöglich auch das Augenmaß und den gesunden Menschenverstand außen vor zu lassen. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das ist Jesus wichtig, der Buchstabe allein, also nur Gesetze, Richtlinien, eben den Buchstaben zu befolgen und immer womöglich auch darauf hinzuweisen, wo einer nicht ganz genau buchstabengetreu handelt, das macht alles kaputt. Das nimmt auch den Frieden aus der Welt und aus meinem eigenen Herzen. Es muss immer zum Buchstaben, zum Gesetz auch der Geist hinzutreten, in dem dieses Gesetz gegeben wurde. Das Gesetz am Sinai, die 10 Gebote, wurden gegeben im Geiste der Berufung des Mose als dem, der seinem Volk vorangeht. Die Berufung geschieht ein Kapitel vorher in Exodus 3, wo Mose am Dornbusch steht. Und Gott sich ihm offenbart und ihm ganz klar sagt, was er für ein Gott ist. Ein Gott, der mitgeht, ein Gott, der da ist, ein Gott, der nicht von der Seite seines Volkes weicht. Und das ist die Überschrift, das ist der Geist des Gesetzes. Und wer nun anfängt, einfach nur die 10 Gebote rein dem Buchstaben nachzulesen, ohne diesen Geist, der ist auch in der Lage, die Gebote gegen das Leben und gegen die Gemeinschaft zu lesen. Wie wir jeden einzelnen Text nun plötzlich auch gegen die Gemeinschaft, gegen die Liebe und gegen den Frieden lesen können. Denn das, was wir heute hören, nehmen wir es einfach heraus aus der Bergpredigt, dann können wir das auch als Kampfansage nutzen. Gegen alle anderen Religionen, gegen all die, oder gegen das Judentum zum Beispiel,
Denk nicht, ich sei gekommen, das Gesetz der Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Wer jetzt hier nur nach dem Buchstaben geht, der könnte sagen, die Erfüllung ist nur in Jesus Christus. Das meint Jesus an diesem Punkt aber nicht. Er meint, dass zum Gesetz der Geist hinzutreten muss, in dem das Gesetz gegeben wurde. Jesus bringt in dem Sinne nichts Neues, was nicht vorher schon da gewesen wäre, sondern er gräbt wieder oder bringt wieder zum Vorschein, was von Anfang an hätte gelten sollen. Er bringt zum Gesetz wieder die Liebe, die es braucht, um das Gesetz zu erfüllen. Deshalb kann er als Spitzensätze später in der Bergpredigt sagen, eigentlich braucht es nur ein Gebot, das Liebesgebot. Wenn wir es schaffen würden, in jedem Atemzug, an jedem Tag, in unserem Alltag die Liebe zu leben, bräuchte es kein anderes Gebot. Da das aber Menschen unmöglich zu sein scheint, brauchen wir mehr Lebensweisungen, Hinweise, wie wir den Willen Gottes für seine Schöpfung übersetzen in unser Leben. Jesus ist es aber ungeheuer wichtig, dass wir dabei niemals den Geist vergessen, in dem Gott die Welt ins Dasein gesetzt hat. Sein Willen, dass jeder Mensch zum Heil findet. Dazu hat er seinen Sohn gesandt. Dazu ist Christus ans Kreuz gegangen. Dazu hat er sich hingegeben, um uns das ein für alle Mal klarzumachen, dass das der Geist ist, aus dem wir leben sollen. Es ist ein Geist des Teilens und der Hingabe. Und alles, was nicht in diesem Geist geschieht, kann auch nicht mit dem Gesetz begründet werden. Deshalb, lasst uns wieder miteinander üben. Üben und seinen Geist empfangen im Sakrament des Altares, im Sakrament des Teilens, im Sakrament der Danksagung. Amen.